Ein Parkplatz an der A8. Polizeihauptkommissar Jan Zangenfeind und Polizeihauptmeister Sebastian Hajek von der Kontrollgruppe Motorrad erwarten den Rückreiseverkehr des European Biker Festivals vom Fakersee in Österreich. Am Fuße des Irschenberges stehen die Fängerfahrzeuge. Die kontrollwürdigen Fahrzeuge werden dann in die Kontrollstelle geleitet und dann an die Kontrollteams übergeben. Jetzt haben wir zwei so Fälle. Ja. So, hallo. The registration, driver license. Und finito. Ah, ja. Cooles Schutzblech. Cooles Schutzblech. Ja. Keine Schutzblecher. Die Radabdeckung fehlt. Ja. Und nun? Schau da. Der hat den nicht verstanden. So, your passport, driver license, registration of the bike. You have papers? Driving license? Your driving license. Permiss. Okay. Und das Dach gewesen ist das alles nass. Das ist ein belgisches Fahrzeug, da steht nichts drin. Überhaupt nichts. Fahrgestellnummer und sonst nichts. Null. Also das fällt da nichts mehr. Meister, Blinker. Blinker. Turn, turn light, turn red. No. Finito. Das ist ein vogelwildes Fahrzeug, der hat eigentlich gar nichts. Mit dem Starrahmen, das Baujahr kann man nicht irgendwie näher eingrenzen. Da haben wir hier Schweißnähte, das ist alles selber geschweißt. Ob das fachmännisch geschweißt ist oder nicht, können wir jetzt nicht beurteilen. Dann haben wir einen offenen Kettenantrieb ohne jeglichen Schutz. Dann haben wir eine Auspuffanlage ohne jegliche Dämpfung. Das Fahrzeug hat keine Blinker. Es hat kein Bremslicht, weder hinten noch vorne. Also der nachfolgende Verkehr weiß nicht, ob der bremst oder ob der nicht bremst. Wie gesagt, der hat keinerlei lichttechnische Einrichtung. Also so. Dann haben wir hier offene Zündkerzenstecker oder auch nicht. Man kann sich vorstellen, wenn man da jetzt beim Regen an den Zündkerzenstecker kommt, dann haben wir halt ein paar tausend Volt, die da durchschießen. Also der hat seinen eigenen Elektro-Taser dabei bei dem Fahrzeug. Was meinst du, wenn du da mit der nassen Hosen da ein bisschen hinkommst oder mit dem Hax, was du da vorne brutzelt? Ja, so fährt er in Deutschland nicht weiter. Spricht der andere Fahrer ein bisschen irgendeine Sprache, weil so fahren die nicht weiter. Haben die was für Kennzeichen? Kennzeichen haben sie. Machst du den? Ja, ich habe zumindest jetzt mal seine Dokumente in der Hand. Ja. Die fahren so nicht, definitiv nicht weiter. Der hat eigentlich überhaupt nichts, was ein Fahrzeug verkehrssicher macht. Das ist alles irgendwie selber gebaut. Das habe ich ihn auch schon gefragt. Das ist doch alles selber gebaut davon, oder? Bei der Maschine dasselbe. Die bleiben stehen. Das ist der Ätzel. Jetzt brauchen wir bloß irgendwann, der das in einer Sprache näher bringt, die wir beide nicht sprechen. Ja, richtig. Ich versuche es ihm beizubringen. Ja, mein auch, weil dann war es im Duett, weil es sind ja zwei. Welcher ist denn? Der in Gelb. Gehen wir weiter. Okay, you're on the same bike, right?
Wer konnte Belgisch oder Französisch oder irgend sowas? Der Kugelkunst. Der Kugelkunst. Ja, aber er versteht Englisch eigentlich. Achso, und meiner versteht gar nichts. You don't have a pleasure. Genau. Linke. Nous l'avons déjà dit. Maybe Belgium. No obligatoire. Belgium. You don't need it in Belgium? No. Yeah, but in Germany you need it. Yeah. Yes. Autriche. On nous l'a déjà dit. So, in your talk, maybe you go home. Ja, man kann sich mit vielen eigentlich verständigen Motorradfahrer finden untereinander immer irgendwo eine gemeinsame Sprache. Ich habe es halt ein bisschen schwierig am Anfang mit jeder Minute, die die Kontrolle dauerte, fanden sie dann ihre Sprache wieder und konnten dann auch zum Schluss Englisch und man hat sie dann doch noch relativ gut verständigen können. You can bring your bikes to next police station and then stop. Nein, die zwei, die haben keine Blinker, keine Bremslichter und so weiter. So? Bremslicht haben sie keins. Das war nichts. Kein Kettenschutz, keine Schutzblecher. Wir haben brutal. Also die beiden Fahrzeuge bleiben in Holzkirchen bei der Dienststelle stehen. Die können wir so nicht weiterfahren lassen. Das ist absolut verkehrsunsicher. Beide. Er behauptet zwar, dass er in Belgien so fahren darf. Kann ich so nicht nachvollziehen, weil wesentliche Teile. Auch Belgien ist irgendwo in der EU und hat sich an gewisse Vorschriften zu halten. Und solche Fahrzeuge ist einfach zu gefährlich, das geht nicht. Jetzt begleiten Kollegen die nach Holzkirchen, dann müssen sie die Fahrzeuge abstellen, dann können sie mit dem Zug nach Hause fahren oder sonst irgendwie und dann die Fahrzeuge da mit dem Anhänger abholen. Der hat gleich gar keinen Luftfilter, geht er vor der. Ja. Er hat auch nicht einmal eine Sitzbank, eine gescheite, sondern einfach nur ein Schaumstoff. Werden wir bei ca. 250, 300 Euro sein, was er da an Bußgeld, was wir da zusammen bekommen. Das Bußgeld ist in dem Fall eher das geringere Übel, das höhere ist halt, dass er nicht mehr weiterfahren kann und dass er halt irgendwie den Heimtransport seiner Mühle da organisieren muss. Die werden direkt auf die Dienststelle gebracht, da haben wir einen Schuppen, wo sie unterstellen können, die Fahrzeuge, dass sie nicht draußen im Regen stehen, dass sie nicht der Witterung ausgesetzt sind. Und die können jetzt in Ruhe einen Transport organisieren, einen Anhänger, dass sie mir ihre Fahrzeuge nach Hause bringen, weil die dürften ja nicht mehr weiterfahren, weil die waren komplett umgebaut, die waren absolut nicht verkehrssicher. Unterdessen hat die Polizei einen weiteren Festivalbesucher zur Kontrollstation geleitet. Hallo. Kurze Verkehrskontrolle, den Führerschein bitte und die Zulassung. Er hat ein Zubehörsverfahren auf seinem Fahrzeug verbaut. Ja. Da kann er hier die Lautstärke regeln. Er kann es auf- und zumachen. Der Betrieb auf der Straße ist natürlich nur mit der geschlossenen Klappe zulässig. Dieser Schalter ist in der EU zulässig. Allerdings nur in geschlossenem Zustand. Ist zu. Ist zu? Die Klappe ist zu. Das habe ich überprüft, indem man hinten reinzieht. Dann sieht man schön, dass die Klappe im Auspuff zu ist. Also ist daher legal mit der legalen Lautstärke unterwegs. Bei diesem Modell sind 93 Dezibel im Stand zugelassen. Der Unterschied von offener und geschlossener Klappe ist deutlich hörbar. Jetzt ist offen. Ja. Jetzt ist geschlossen. Die Auspuffklappe darf also nur offen sein. Ja, eigentlich nur zu Showzwecken auf abgesperrtem Gelände. Oder halt außerhalb der EU, wo die Geräuschvorschriften da anders ausgelegt werden als wir in Europa. Dann gute Fahrt nach Hause. Gute Heimfahrt. Dankeschön. 13 Uhr. Im Dauerregen reisen immer mehr Motorradfahrer vom Bikerfestival in Österreich ab.
Hallo. Hallo. Kurze Verkehrskontrolle, Führerschein bitte und die Zulassung. Ja. Hilft auf nix. Den ersten Blick schaut es gar nicht so schlecht aus, das Fahrzeug. Schauen wir, was der zweite Blick so bringt. Das Fahrzeug schon ist auch nicht mehr das Beste. Für eine Regenfahrt. Ausweis. Nochmal nachmessen. Danke. Zeigt die Erfahrung, wer lang genug Profiltiefen messt, der hat irgendwann einmal ein Auge dafür. Das Beste ist nicht mehr. Nein, das ist richtig. Aber müsste noch reichen, oder? Da haben sie genau nur 2,1 Millimeter. Ja, okay. Zwar nicht mehr der Beste. Doch dann gibt es ein Problem mit der Auspuffklappe. Warum sollte er gar nicht? Weil eigentlich würde er jetzt anzeigen, aber er macht nicht auf.